Dann ist da ja auch mehr tut worden. Böker und ich bin auch in den Medien präsent. Ja, dann reibt er mal in von Westdeutschen Rundfunk an, so für, dann wären die 90er Jahre. Und ob ich vielleicht Interesse habe und dann habe ich so ein Jahre wie im Westdeutschen Rundfunk, dann wäre Hannes Demming, Ottilie Baranowski und Ter Bille und wie würden so Sessie Mann alles Plattdeutsch geschrieben und habt da so ein Team-Market und habt Plattdeutsche Lebensweisheiten, so hat er, ja. So was man auf Platz so sich sagt, dann hätte wie dann zum Bettchen, dann wäre immer für Nachrichten, FIFA 8 bis 8 Uhr, ja. Fast 10 Jahre, leider, was muss also in die Möte kommt. Und da würden so Plattdeutsche Sprüchskes und egal, was sech muss das für Tage? Und dann werden immer so ein, zwei Minuten, dann können wir ins Studio, dann für inne Werke, was dann immer innen dran. Ja, und dann fangen wir dann über den Sender und dann sagt mir dann den Redakteur, ich kannte den auch ganz gut, Tüskedies, ich soll doch erstmal ein Hörspiel schreiben, da wollte ich erst gar nicht dran. Und dann sind da Hörspiele, Biedrukurven, die sind auch gesendet worden. Und dann sprüht mir ein in hier von der Zeitung und sagt, wo wurde das mit einer Plattdütschke Kolumne? Und da wollte ich erst auch nicht an, weil jede Werke so ein Ding schrieben, das ist dann auch nicht so einfach. Und dann habe ich aber dann mich wohl überlegt und gesagt, ja, dann mag man ruhig und das soll wohl klappen. Und wo dazu ist, diese Kolumne, die läuft auf Ball 15 Jahre und jede Werke. Und wenn man so eine Kolumne einmal schrift, dann musst du dir ja auch abgeben. Du kannst nicht sagen, ich habe keine Lust mehr oder so. Und insofern ist das eigentlich auch so ein bisschen diszipliniert so, dass man sich mit Themen befasst und nicht bloß Witzgestoff erzählt, sondern mit Themen befasst, wo sich das auch platt sagen wird. Und insofern, gut, die ganzen Kolumnen sind dann wie Aschendorf, Röbern, Böke dann auch entstanden. Und nun sind da viel Böke platt auch da. Und Aschendorf in Münster ist ja nun ein anerkannter Verlag auch. Und ich habe da jetzt auch einen hohen Draht dort und das läuft eigentlich ganz gut. Also, das ist auch eine Form von Literatur, wie du sagst. Ja, sicher, natürlich. Ja. Ja.